Hallöchen und herzlich willkommen zu Rund um Köln 2015 oder auch wie es hier genannt wird, die Köln-Rundfahrt, 200 Kilometer in und um Köln herum. Und an dieser Stelle grüße ich meinen Lomdom Silver und den Herrn Slinferno und alle, die noch in der Nähe von Köln wohnen und mit denen ich auf YouTube was zu tun habe. Und wir tun jetzt einfach mal so, als würdet ihr hier an der Strecke stehen und als würdet ihr ganz begeistert darauf warten, dass vielleicht ja Gerald Ciolek, nachdem er 2014 ja nicht so glücklich hier mitgefahren ist, vielleicht dieses Jahr den großen Wurf schafft. Und ja, ein bisschen Ehrgeiz habe ich dieses Jahr schon. Fuck. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das die Aufnahme beendet hat. Ich bin gerade voll auf die Windows-Taste gekommen. Die Zahl auf jeden Fall bei Fraps ist noch rot. Von daher hoffe ich mal als gut. Ich hoffe es einfach mal. So. Wir haben also mit dabei Linus Gerdemann, Martin Reimer, Moreno Moser, Andreas Stauf, Gerald Ciolek, Rafa Stewi und last but not least Josef Rigurigui. Und hier vorne greift ein alter Bekannter an. Iker Camagno folgt der Attacke von Demel aus der Stölting-Mannschaft. Und damit geht es also los mit diesem Rennen. Also wir treten hier mit einer richtigen Kampfelf an, so würde ich das jetzt schon mal sagen. Das ist kein Fallobst, das wir hier dabei haben. Das sind keine südafrikanischen B-Klasse-Radfahrer sozusagen. Nein, das ist hier wirklich die Creme de la Creme. Das Beste, was wir da haben. Darf hier mit an den Start gehen. Und Linus Gerdemann wird mal so ein bisschen das Rennen kontrollieren, würde ich sagen. Da vorne geht eine große Gruppe. 12 Mann, das ist eine Menge. Schrum geht weg. Larsen, Demel. Ganz ehrlich, das ist mir zu viel. Hol die mal ein, Junge. Wen haben wir noch am Start? Natürlich geht es nicht nur um unsere Mannschaft. Wir haben die Orica Green Edge Mannschaft mit einem hoch dotierten... Ach du Kacke. Mein Laptop dreht schon wieder durch. Ich hoffe, das hört mich in der Aufnahme. Mit einer wirklich hoch dotierten Mannschaft am Start. Mit Michael Matthews, mit Darley Impey. Alles potenzielle Sieganwärter bei diesem Rennen. Dann haben wir die Sparenbanken mit Enger Holst, oder wie der eigentlich heißt. Cimolai ist für Lampre Merida am Start. Ivan Basso, Bonifacio, auch Cunego. Oscar Gatto fährt für Cannondale mit. Dann haben wir Juan José Aiedo für die Joker-Mannschaft. Also es sind hier schon einige starke Fahrer mit dabei, muss man einfach sagen. Und Linus Gerdemanns Arbeit, die trägt langsam Früchte. Wir holen langsam aber sicher auf diese Spitzengruppe. Und das ist auch wichtig, denn eine 20-Fahrer große Spitzengruppe will ich dann doch nur ungern wegkommen lassen. Ich weiß nicht, ob man die Geräusche im Hintergrund gehört hat, die mein Laptop da... Ja, Vergangenheitsform war jetzt dann doch falsch, denn er macht sie immer noch teilweise so kreck, kreck, kreck macht er irgendwie. Das hört sich nicht sehr gesund an, ich weiß, aber naja. Ist ja jetzt so, ich ignoriere es einfach mal. So, Iker Camagno, davon gibt es noch mehr Attacken. Und jetzt ist Luke Durbridge vorne. Also auch die Orica Green Edge Mannschaft hat hier echt keinen Bock drauf. Und ein Fahrer, nämlich Schrum aus der, was ist das für eine Mannschaft? Die De Roy Mannschaft, okay. Hat sich also abgesetzt. Also ein Einzelner ist jetzt vorne, Zardini geht hinterher. Und jetzt gibt es noch ein paar Attacken. Aber nichts Wildes hier scheinbar. Ah doch, jetzt gibt es wieder ein paar einige Attacken hier. Zardini auch kein schlechter, aber das, die kann man alle weggehen lassen. Wobei es jetzt schon wieder so viele werden, ne? Ah, die Orica Green Edge Mannschaft, die hat jetzt auch was dagegen. Die hat jetzt richtig was dagegen, dass hier so viele Fahrer weggehen. Das wären auch wieder 7. Und es gibt noch mehr Attacken. Werder zum Beispiel sah jetzt auch gerade so aus, als würde er angreifen. Was hat denn die NetApp Enduro Mannschaft dabei? Dupont haben sie. Den Belgier. Auch kein schlechter Sprinter. Machado. Voss. Also auch kein schlechtes Aufgebot für deren Verhältnisse. Aber natürlich, wir schießen den Vogel hier ab mit unserem Team. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert, wenn wir hier alles dabei haben. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir Schrum vorne, dahinter Höchstra und Wundischbauer aus der Gourmet-Festin-Mannschaft. Und dann eben schon das Feld. Also drei Mann kann man leicht und gerne wegfahren lassen. Das geht völlig klar.
Und es gibt die nächsten Attacken. Ja, und wer hätte gedacht, wer hätte vor 10 Jahren gedacht, als Ivan Basso bei der Tour de France 2006 im Jahr 1 nach Lance Armstrong zusammen mit Jan Ullrich der Top-Favorit auf den Toursieg war, wer hätte damals schon daran gedacht, irgendwann mal ein Let's Play zu sehen von so einem komischen YouTuber, der was mit Radsport ermutert, in dem Ivan Basso bei Rund um Köln versucht, in eine Ausreißergruppe reinzugehen. Ganz ehrlich, also ich nicht. Krass, krass, krass. Aber gut, ist halt auch schon 10 Jahre her alles. Und die Mannschaft Oika, Green Edge, versucht die hier wieder einzuholen. Also die drei hier vorne sind kein Problem. Aber dann noch die vier hier dazu. Und jetzt hat Basso Probleme, hier dieser Gruppe zu folgen, die aus jungen Deutschen und Österreichern besteht. Ach du liebe Zeit. Ivan Basso hat hier jetzt richtig Probleme scheinbar. Hilven probiert es auch irgendwie. Warum denn er? Wen hat Topsport dabei? Topsport Flandern mit Van Höcke, der auch kein übler Sprinter ist. Strigger natürlich. Als Deutscher hat er hier natürlich auch nochmal Lokalmatadoren technisch. Mit Sicherheit nochmal mehr Motivation. Aber ich glaube gar nicht, dass die Topsport Flandern Mannschaft auf den Deutschen selbst, denn dafür fährt er mir schon zu weit vorne rum. Als Sprinter, ich meine, klar, Ciolek ist auch hier vorne, aber wir machen uns ja sowieso immer ein bisschen eigen. So, Stand jetzt haben wir zwei Ausreißer vorne. Das ist einmal Schroom, der schon die ganze Zeit vorne ist, und Höxtra, der also jetzt den alleinigen Spitzenreiter markiert. Der Fahrer aus der, was ist das hier, die Jopils oder Pools Mannschaft heißt die, glaube ich, in echt. Deren Kapitän Timmer ist, der ist, glaube ich, früher für Giant Shimano gefahren und dürfte hier eigentlich keine Chance haben, sind wir mal ehrlich. Also, jetzt nur noch ein Spitzenreiter vorne und das ist eben Höxtra, da vorne fährt er. Und ja, wir gucken mal, wie das Rennen so laufen wird, wir schauen mal, für wen wir fahren. Klar, Gerald Ciolek wäre toll, weil er ja auch aus Köln kommt, dass wir auch dann für ihn versuchen zu fahren und dass er das Rennen vielleicht gewinnen kann. Aber, so wie es momentan aussieht, scheint sich Moreno Moser heute doch besser zu fühlen. Auch tagesformtechnisch sieht es ja um Ciolek jetzt nicht so toll aus. Vielleicht fahren wir auch auf Moreno Moser, aber eigentlich ist der keiner, ja, der im Sprint fest genug ist. 68 hat er im Sprint, aber immerhin 77 in der Beschleunigung. Vielleicht eine Attacke. Vielleicht eine Attacke kurz vorm Ziel. Das könnte man bringen, klar. Das kann er mit Sicherheit auch durchziehen. Also wir müssen da einfach mal gucken. Höxtra jetzt also vorne. Und ich mache mir einfach mal wieder einen Spaß draus. Und versuche ich mal ein bisschen was. Oder auch mir. Ein bisschen was. Über den Radsport beizubringen. Und wir googeln einfach mal den lieben Höxtra. Vielleicht sollte ich dahinter schreiben Pro Cycling. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was hier so darüber steht, über den Herren. 132 Kilometer noch bis ins Ziel. Jochem heißt er mit Vornamen. Jochem Höxtra fährt übrigens in echt jetzt für die Mannschaft Parkhotel Falkenburg. Die habe ich erst letztens gesehen bei der Türkei-Rundfahrt, sind die mitgefahren. Weiß jetzt allerdings nicht, ob er damit am Start war. Und hier hinten gab es einen Sturz scheinbar, aber keiner von uns war daran beteiligt. Sonst hätten wir da wieder dieses akustische Signal gehabt. Stefan Schumacher ist abgehängt. Der wurde also auf jeden Fall mal mindestens ausgebremst. Dann haben wir Gavazzi mit dabei. Kein übler Sprinter. Gavazzi, ich kenne Gavazzi. Dann haben wir hier noch, oh, Barbeo aus der País Vasco-Mannschaft. Aus dem Euskadi-Team ein sehr guter Sprinter. Barbier hatten wir hier noch mit dabei. Und hier ist nochmal eine Gruppe mit Abgehängten. Lana, auch nicht übel. Außenseiterchancen vielleicht gehabt. Und dann sind hier noch mehr abgehängt. Wahnsinn. Also, hier sind schon einige zurückgefallen heute. Teilweise durch einen Sturz, teilweise aber sicherlich auch durch Selbstverschulden. Und ja, tatsächlich ist der Herr Jochem Höxtra bei der Tour of Turkey im Einsatz gewesen. Seine beste Platzierung war Platz 20 auf der zweiten Etappe.
Und ich gucke einfach mal, was der so insgesamt in seiner Karriere schon so alles gerissen hat. Ob da schon irgendwelche guten Sachen dabei waren. Wie kann ich denn das machen? Ja, nee, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben. Kann ich nicht auch irgendwie so Alltime-mäßig... Muss wahrscheinlich auf Desktop-Page klicken, ne? Da ist die so wie im... Ja, genau. So. Pass auf, wir haben es gleich. Und vielleicht noch was zu rund um Köln. Könnt ihr auch noch sagen, ne? Gerdemann macht hier auf jeden Fall tolle Arbeit bislang. Macht das sehr, sehr gut. Hält das Rennen unter Kontrolle. Und fährt hier ein starkes Rennen. So, Joachim Höxter hat in seiner Karriere 4 Siege erzielen können. Seine beste Saison war wohl die 2014er Saison. Dort konnte er 3 Rennen gewinnen. Noch ein Sieg kam dazu 2015. Dort konnte er die Olympias 3M Tour ein 2.2 Rennen gewinnen. Siebter wurde er außerdem bei der Tschechien-Rundfahrt, 2.1 Rennen. Und sechster bei der Tour du Loire-Echère et Provence, 2.2. So, 2004 gewann er die Tour of Britain der Nachwuchskategorie, glaube ich, weil es 2.2 U und ich glaube U ist Under, also Nachwuchs. Dann gewann er eine Etappe bei der Carpeten Careers Race U23 und die Tour de Berlin gewann er, auch U23 Rennen. Also das waren die 3 Rennen, die er dort gewinnen konnte. Wann ist denn der Typ geboren? Wenn der 2014 noch U23 gefahren ist, kann er ja noch nicht sehr alt sein, ne? Steht hier aber irgendwie nicht. Moment. Ja, mal ab und zu gucken, was hier so noch passiert, ne? Ist ja auch nicht so unwichtig. 92 geboren, uiuiui. 2 Jahre älter als ich. Na, nicht ganz, er ist im Oktober geboren. Also jetzt momentan 23 Jahre alt. Krass. Und schon jetzt in seinem fünften Saison als Profi, mehr oder weniger. Aber eben seit 2015 scheinbar, muss ich mal gucken, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Seit 2015 ist er scheinbar erst wirklich als Profi unterwegs. Oder... Ja, und jetzt natürlich auch die Frage bei Rund um Köln hier, ob Gerald Ciulek heute überhaupt die Chance hat, um den Sieg mitzusprinten, ob wir überhaupt die Chance haben, einen Sieg zu landen. Denn warum ist er jetzt eigentlich wieder von der Desktop-Seite weggegangen? Das frage ich mich gerade mal. So, 2015. Ja, 2015 ist er dann scheinbar, tschechische Cycling-Tour, wo er Siebter geworden ist. Also Tschechien-Rundfahrt, das war dann schon bei den Männern. Okay, alles klar. So, rund um Köln. Erzähl mir darüber noch ein bisschen was. Während wir gerade einen der Hügel noch absolvieren. Simon Clark auch mit dabei. Und es kommen ja noch mal Hügel. Also das ist übrigens genau dasselbe Profil wie beim Rennen in Frankfurt, aber ich mag das Profil sehr gerne. Also hier im Pro Cycling Manager jedenfalls. In echt ist es natürlich ein bisschen anders, ist ja klar. Aber ich mag das Profil sehr gerne. Es bietet wirklich allen möglichen Fahrern die Möglichkeit, so ein bisschen ihre Chance zu suchen. Also ich finde, es ist sehr ausgeglichen und sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt, ja, ich mache mal wieder langsam, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Also, rund um Köln gehört zu den traditionsreichsten deutschen Eintagesrennen. Ich lese jetzt mal Wikipedia vor, ne, ist ja kein Ding. Das über 200 Kilometer durch die rheinische Metropole Köln und deren Umland führende Rennen fand erstmals 1908 statt. Und ist damit das zweitälteste und noch existierende deutsche Straßenrennen nach Rund um die Hainleite. Rund um Berlin, der älteste Klassiker, wurde erstmals 1896 ausgetragen, fand jedoch letztmals im Jahr 2000 statt. Dabei erreichte... Aber Rund um die Hainleite, gibt es das noch als Profirennen? Oder ist es nur Amateurrennen? Na gut. Dabei erreichte Rund um Köln selten eine über Deutschland hinausreichende Bedeutung.
da es in vielen Jahren lediglich als Amateurrennen ausgetragen wurde. Dies lässt sich nicht zuletzt an der Siegesliste erkennen, die zum größten Teil von Deutschen dominiert wird. Eine Ausnahme stellen diesbezüglich die 1920er Jahre dar, die als Glanzzeit des Rennens gelten. 1928 etwa gewann Alfredo Binder, fünffacher Sieger des Giro d'Italia, das Kölner Rennen. In manchen Jahren wurde rund um Köln nur als Amateur- oder nur als Profirennen ausgefahren. In anderen Jahren gab es Profi- und Amateurrennen oder getrennte Wertungen. Von 2000 bis 2014 fand das Rennen alljährlich am Ostermontag statt. Ab 2015 soll das Rennen am zweiten Sonntag im Juli ausgetragen werden. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Ich mag den Termin im April mehr. Bin ich ganz ehrlich, weil es auch so ein bisschen die arische Woche zerstört, wie ich es immer genannt habe. Was eigentlich gar nicht so lustig ist, aber egal. Irgendwie habe ich das so genannt. Ich weiß auch nicht warum. So, Höchstzahl ist immer noch vorne, 80 Kilometer noch zu fahren. Ich erzähle euch ein bisschen was. Seit 1971 wird das Rennen von Arthur Tabart organisiert. Veranstaltender Verein ist der Verein Kölner Straßenfahrer, der VCS. Für dieses Engagement wurde Tabart bei der Wahl des Magazins Köln Sport zur Person des Jahres 2015 gewählt. Zum Orga-Team gehört seit einigen Jahren auch Alexander Donicke, wer auch immer. Heute gilt das Rennen nach den Vattenfall Classics in Hamburg und dem schweren rund um den Henninger Turm als wichtigstes deutsches Eintagesrennen und ist Teil der neuen deutschen Meisterschaft TUI Cup. Aha. Größeres Medienecho erhielt das Rennen vor allem am 21. April 2003, als Jan Ullrich mit einem Solo-Sieg in Köln sein Comeback begann und dann bei der Tour de France Lance Armstrong bedrohlich nahe kam. Lang ist es her. Durch die von der UCI ab dem Jahr 2007 vorgenommene Einstufung in die höchste Rennkategorie unterhalb der damaligen UCI Pro Tour, der 1HC, also Org-Kategorie der UCI Europe Tour, erhielt das Rennen eine Aufwertung. Es starteten entsprechend dieser Einstufung UCI Pro Teams, Professional Continental Teams sowie Continental Teams aus Deutschland. Aufgrund der Doping-Affären bei der Tour de France 2007 sprangen mehrere Großsponsoren ab. Nur mit Mühe konnte das 93. Rennen zum 100-jährigen Jubiläum 2008 mit einem Streckenverlauf ohne Rheinüberquerung organisiert werden. Aufgrund eines plötzlichen Wintereinbruchs mit Schneefall am Renntag musste das Rennen abgesagt werden. Boah, das wusste ich auch nicht mehr. Schöbidöbidö. Die Doping-Affären beeinflussten auch das Rennen im Jahr 2009. Das Rennen wurde ausschließlich mit Nationalteams ausgetragen, die allerdings im Wesentlichen UCI-Kontinentalteams waren, die Nationaltrikots trugen. Wow. Um den Teilnahmeregeln der UCI Europe Tour zu genügen, wurde das Rennen von Kategorie 1HC in 1.1 herabgestuft. Auch wenn seit dem Jahr 2010 wieder UCI Pro Tour Teams und UCI Kontinentalteams, also Professional Kontinentalteams, teilnehmen dürfen, behielt die Einstufung ihre Gültigkeit. Ja, ist ja schade. Bis 2008 wurde das Rennen vor der Bayer Arena in Leverkusen gestartet. 2009 wurde das Rennen im oberbergischen Wenrad vor den Toren des Firmensitzes von Hauptsponsor Schwalbe gestartet. Schwalbe ist ein Radsporthersteller übrigens. 2010 startete die Tour in der oberbergischen Stadt Gummersbach. Auch interessant. So, gleich kommen die letzten Hügel. Da müssen wir gleich nochmal, da müssen wir aufpassen, Jungs. Bevor wir dann gleich zur Siegesliste kommen. Aber jetzt erstmal die Hügel. Boah, ich wette, ihr hasst mich voll. Da ich das hier so jetzt mache. Da ich das Rennen einfach so derb langsam laufen lasse. Und euch hier so einen Schmarrn erzähle. Aber es ist kein Schmarrn, es ist doch die Wahrheit. Seid mir nicht böse, aber es ist doch normal, da ich hier was erzähle während dem Let's Play. Ja, Moreno Moser fährt das ganze Rennen heute so ein bisschen als verschärftes Training, wobei bislang ist es eigentlich nicht mehr als ein Training, denn die Rennsituation ist sehr, sehr gechillt. Höchstra ist vorne, genießt
einige Zeit, in der er seinen Sponsor trainieren, präsentieren kann und sich seinen Fans präsentieren kann. Warum ist die Kamera so komisch, da ich seinen Kopf nicht sehe? Ich weiß es nicht. Und wir im Feld haben überhaupt keine Mühe, das Rennen zu kontrollieren mit Linus Gernemann, der hier unermüdlich an der Spitze fährt. Und mit Gerhard Schiolek, der sich im Feld positioniert hat. Ja, ich weiß noch nicht, wer am Ende das Rennen machen wird. Schiolek, vielleicht Moser. Oder auch Reimer und Stauf. Die ja auch nicht übel sind. Vielleicht auch Rafa Stewie, keine Ahnung. Und dass hier so neblig ist, macht mir ein bisschen Angst irgendwie. Egal. Gut, auf der anderen Seite, wenn man im Juli das Rennen austrägt rund um Köln, braucht man keine Angst vor irgendwelchen Schneeeinbrüchen zu haben. So, jetzt lese ich mal weiter, weil jetzt ist der Hügel überstanden. Also, Siegerliste der Profis. Die erste Austragung gewann 1910 Jean Rosellen. Krass, ist aber ein Deutscher. Damals noch mit der schwarz-weiß-roten Flagge. Von 1915 bis 1919 ist das Rennen ausgefallen. Weißt du, 1920 gibt es auch keinen Sieger, aber 21. Was ist dann 1920 gewesen, wenn das Rennen dann nicht ausgefallen ist? Naja. Wir gehen mal auf die relative Neuzeit ein. 1994, was geht hier ab? Okay, es gibt eine Attacke. Gut. Wir müssen uns aufs Rennen konzentrieren. Sorry. So gern ich jetzt hier noch weiter erzählen würde, wir müssen uns jetzt aufs Rennen konzentrieren. Es gibt eine Attacke von der Topspot-Flandern-Mannschaft. Und das ist der Herr Van Doselaere. Van Doselaere oder so. Oh, der ist nicht schlecht. Besonders in der Ebene. Kann er scheinbar sehr, sehr gut fahren. Und das 40 Kilometer von dem Ziel. Also nicht zu unterschätzen, diese Attacke. Sondern ich weiß immer noch nicht, was wir heute für eine Taktik an den Tag legen wollen. Schiolek scheint es heute echt nicht gut zu gehen, muss man einfach sagen. Irgendwie kommt mir unser Team heute klein vor. Aber es sind alle da vorne mit dabei. Lustigerweise. Es sind scheinbar alle mit da vorne dabei. Naja. Okay, dann ist ja gut. So, wir lassen mal die Orica Greenedge-Mannschaft ein bisschen was machen. Denn bislang war unser Team ja das einzige, das hier das Rennen kontrolliert hat. Jetzt also mal Orica Greenedge gefordert. Und die holen Van Außenlehre auf jeden Fall wieder ein. Und damit schläft das Tempo auch ein. Ach ja, der andere Ausreißer wurde auch eingeholt. Also Wieser, Hückelare, wo ist er? Da rechts, Höchstra war es, genau. Ist also jetzt auch eingeholt, der Holländer. Und damit sinkt das Tempo im Feld. Rapide. Vitecki aus der, wie hießen die nochmal, Sparebanke oder so. Ja, Sparebanke. Sparebanke. Naja. Macht also jetzt das Tempo vorne an der Spitze des Feldes, aber wirklich hart ist das Rennen gerade nicht. Nur leider Gottes, es ist flach. Also jetzt eine Attacke mit Moreno Moser riskieren, das wäre ziemlich fahrlässig, würde ich sagen. Das würde auch nicht viel Sinn machen. Wo ist Gerdemann? Gerdemann fährt hier mit. Wir lassen ihn mal wieder ein bisschen Tempo machen, würde ich sagen. Wenn das denn okay ist. Weil er gerade nicht vorbeigefahren ist, aus irgendwelchen Gründen. Also, Linus Gerdemann macht jetzt noch ein bisschen die Tempoarbeit. Zusammen mit Vitecki. 20 Kilometer noch. Und da ist schon wieder Van Doselaere irgendwas. Komm, Moser. Hinterher. Stewie. Gut. Und Moreno Moser probiert's. Fährt hinter Van Doselaere. Und versucht hier den Belgier hinterher zu fahren. Wie gesagt, das macht total viel Sinn, was ich hier erzähle. Also Moreno Moser versucht ihn zu stellen. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Und wird jetzt wieder eingeholt vom herannahenden Hauptfeld. Das jetzt auch von außen von Tüdi einholt. Regulgul, den da drüben sehe ich. Bille greift an. Und Moser behindert den eigenen Mann und Josef Regulgul geht mit. Josef Regulgul geht mit und wir versuchen jetzt so ein bisschen hier diese Attacken zu nutzen. Weil eben Schiolek nicht so gut drauf ist.
Vielleicht kommen wir so in eine Ausreißergruppe und in eine aussichtsreiche Position. Wir lassen jetzt mal... Ja, Moser, das ist hier clever, was du veranstaltest. Wir lassen jetzt mal tatsächlich ein bisschen die anderen für uns arbeiten. Und schauen mal, dass wir hier wegkommen. Hä? Moser? Achso, was mache ich denn da? Moser. Pass mal auf Moser auf. Reimer sieht auch noch sehr, sehr frisch aus. Aber auch Stewie sieht sehr, sehr frisch aus. Ha. Naja. Okay, Regulgul wird wieder eingeholt. Und damit lässt das Feld auch das Tempo wieder so ein bisschen schleifen. Was jetzt natürlich nicht so clever ist. So, Chiolek, wie machen wir das jetzt? So, Stauf muss erstmal wieder nach vorne kommen. Würde er das mal schaffen, wäre es super. Sollte er es nicht schaffen. Regulgul ist jetzt platt nach der Attacke. Das heißt, wir lassen Chiolek hinter Moser herfahren. Wir lassen einfach mal Reimer hinter Chiolek herfahren. Ja, das ist ein bisschen gewagt, ich weiß. Und dich hinter Stewie. Nein. Warte mal. Zack. Zack. Wir lassen Chiolek hinter Stewie herfahren. Und Stewie hinter Moser. Weil Moser hat sich doch dann glatt... Hat sich jetzt schon öfter als der schwächere Sprinter herausgestellt. Also Stewie war immer in Sprintvorbereitungen schwächer als Moser bislang. Wirklich immer. So, jetzt haben wir das. Was ist mit Stauf? Kommt der nochmal vor? Ja, doch, könnte klappen. Also chillen wir hier nochmal ein bisschen. Machen zwar das Tempo, aber nicht wirklich hoch, wie man sieht. Bille greift nochmal an. Und jetzt Stauf. Boah, das war jetzt ein bisschen gefährlich, aber okay. Und Stauf macht jetzt das Tempo hoch, beginnt hier mit der Sprintvorbereitung für Chiolek oder für Reimer. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß es selbst noch nicht genau. Jetzt kann Moser vorbeiziehen. Okay, da müssen wir aufpassen, dass sie hier nicht die komplette Gruppe auseinanderreißt, weil er so stark ist. Ja, und Reimer und Co. haben jetzt schon echte Probleme hier zu folgen. Das ist sehr schnell. Chiolek hat Probleme. Chiolek hat gerade richtige Probleme. Das ist jetzt so kacke, ne? Reimer muss hier vorne ran. Reimer muss da vorne ran. Das Problem ist, jetzt ist vorbei. Komm, Stewie. Wir müssen auf Rafa Stewie setzen jetzt. Weil die anderen es einfach mega verkackt haben. Moser ist gleich fertig. Aber Stewie hat jetzt auch nicht mehr Mords den Balken. Warte mal, du gehst mal an Oscar Gattos Hinterrad. Das ist jetzt richtig problematisch. Wir werden es wieder nicht schaffen. Vielleicht haben wir auch taktisch wieder ein bisschen übertrieben. Michael Matthews sprintet davon, ey. Es ist so zum Kotzen. Wow, Top 10. Cool. Michael Matthews gewinnt rund um Köln 2015 vor Simon Gerrans und Van Höcke von der Topsport-Mannschaft. Dann kommen Trofimov, Matzka, Voss, Gatto, Grillo, Enger und Moser wird immer noch 10. Wow, welch Erfolg. Zehnter, Elfter, Zwölfter und 16. Meine Güte. Wie viel da waren wir letztes Jahr? Ich glaube, da wurden wir 3. oder 2. sogar, ja. Ja, man muss halt ganz ehrlich sagen, es lag daran. Der Hauptgrund war einfach, soll es keine Ausrede sein, aber der Hauptgrund war einfach, dass Chiolek so eine verdammt schlechte Tagesform hatte. Wenn man natürlich so eine Tagesform, wenn man mit so einer Tagesform ins Rennen geht, dann ist es natürlich nicht einfach. Letztes Jahr wurden wir 2. hier beim Circuito del Trentino hinter Michele Scarponi. Ob der dieses Jahr auch um den Sieg mitfahren kann? Ich glaube fast, nö.
Also mal schauen, was wir dieses Jahr schaffen können beim Circuito del Trentino. Dazwischen kommt auch noch die Flèche Wallonne, also das müssen wir beachten, dass sich die beiden Rennen überschneiden. Ich glaube, Lüttich-Bastogne-Lüttich könnte dann wieder jeder teilnehmen. Aber Achtung, da beginnt dann auch die Tour of Turkey. Also die Türkei-Rundfahrt und die Tour de Romandie, die gibt es ja auch noch. Uiuiui. Da müssen wir mal gucken. Wir teilen uns da mal irgendwie fair auf. Tour of Turkey haben wir letztes Jahr gewonnen, genau, mit Main Tiers. Das war auch ein geiles Rennen einfach. Das haben wir, glaube ich, ziemlich gut gemacht, ne? Konrad war Co-Kommentator. Mal gucken, ob der dieses Jahr auch wieder Bock hat. Muss ich mal fragen. Wir sehen uns zur nächsten Folge zur Trentino-Rundfahrt. Bis dann!